Das wissen wir ja auch bereits. Ja, da haben wir das Abana Grabmal der Könige. Sieht voll nice aus. Ah, Robin. Der Name Rawford ist sogar mit der Geschichte von Alabaster verwoben. Lol, Robin war einfach die ganze Zeit an hier. Wenn Adio die Wahrheit sagt, hängt das definitiv mit dieser Insel zusammen. Lol. Oh, da ist Robin. Sicher, du bist spät dran. Ich habe das Grabmal der Könige bereits untersucht. Gehen wir. Lol. Ja, war doch klar. Verdammt, ich kann das Tor nicht öffnen. Es ist verschlossen. Ist schon gut, ich habe den Großteil des Grabmals bereits erforscht. Was meinst du damit, Robin? Lasst uns tiefer vordringen. Dort unten sollte sich ein Schlüssel befinden. Robin ist der Gruppe beigetreten, ja, war klar. Nice. Ach, jetzt wo sie... Dringe tiefer ins Grabmal vor, ja. Jetzt wo sie in der Gruppe ist, können wir... Ah, wir haben wieder was abgeschlossen. Protokoll Alabaster Teil 7, lol. Können wir ja jetzt, lol. Das hat verschiedene Wege hier. Und man kann aber ganz runter gehen. Lol. Interessant. Funktioniert immer noch nicht. So, jetzt können wir hier das... nein, das wollte ich jetzt nicht. Das Würfelfragment geben. Ah ja, das mit den Grabschen. So, jetzt ist das bei ihr auch komplett voll. Lol, die macht da jetzt kranken Damage. Und danach noch das andere hier. So. Ah, hier ist auch ein Speicherpunkt. Können wir nochmal abspeichern. Kann nicht schaden, um was zu speichern vorher. Ja. Okay, nice. So, mal gucken, wo wir jetzt... Können wir überhaupt hier durch? Nee, können wir gar nicht. Also das geht irgendwie nicht. Tja, dann müssen wir mal gucken. Irgendwo müssen wir hier... Also mal gucken, ob man da unten lang gehen könnte. Hey, was ist das für eine komische Statue da drin? Das ist eine Seekarte. Das heilige Monster von Alabaster. Ja. Grabmal der Könige U2. Also unterste Etage. Ah, da wird auch was angezeigt. Da soll man wohin. Okay, dann gehen wir da später nochmal hin. Ich will erstmal gucken, ob man da hinten irgendwo noch hinkommt. Sage ich jetzt mal. Hier die andere Seite. Ach, das ist dasselbe eigentlich. Man kommt auf dasselbe raus. Okay, dann gehe ich erstmal nochmal kurz wieder hoch. Ich muss jetzt kurz ein bisschen rumtesten hier. Das Poneglyph ist da vorn. Es beschreibt den Standort der antiken Waffe Pluton. Das war die ganze Zeit über Crocodiles wahres Ziel. Ja. Er wollte nicht nur ein Königreich an sich reißen, sondern auch noch so eine mächtige Waffe. Das spielt alles keine Rolle. Wir werden nicht zulassen, dass er irgendwas bekommt. Ja. So, ja, man kann da, man kann auch diese andere Seite noch da auch irgendwo runter, aber dann kommt man wahrscheinlich auch wieder da runter. Bestimmt. Ach, man kann von da aus da runter. Hier ist wieder so ein Schild. Ah, hier ist eine Kiste, die Zorro zerstören kann. Vulkanechsen-Schwanz. Okay. Gucken, ob man hier überhaupt hin kann. Geht das? Ja, geht sogar. Oder kommt man da wieder raus? Verschlossene Schatztruhen. Manche Schatztruhen sind verschlossen. Rätsel, in denen du Nebengeschichten abschließt.
Ja, da kommt man wieder raus. Okay, alles klar. Ja, nee. Dann wieder zurück. Okay, das wollte ich nur wissen. Ja, okay, dann ist es, glaube ich, auch egal, wo man da jetzt runter geht, so mäßig. Ja, also es gibt da hinten ja auch zwei Wege, wo man dann runtergehen kann. Da hinten jetzt gleich. Und hier müsste man dann halt auch da runtergehen können. Ah ne, wir sind auf der falschen Seite, warte mal, das war da hinten. In der Nähe des Ausgangs. Jetzt nochmal diese Kiste. Igso. Läuft immer auf dasselbe hinaus. Okay, na dann schauen wir uns da jetzt einfach mal ein bisschen um. Ah, hier haben wir so einen Schalter. Oder so. Schau. Schau, Keusch, es bringt nichts. Selbst ich komme nicht durch die Lücke. Lol. Ja, da ist eine Schatzkiste, aber geht glaube ich nicht, ne? Ja, schade. Könnte Zorro die vielleicht kaputt machen, die Igso. Tür? Nee. Na ja, klar. Schade. Okay, hier war jetzt erstmal gar nichts. Und da kommt man, glaube ich, auch eh wieder nur hoch. Also bringt das ja hier kaum. Da kommt man ja nicht durch. Das ist echt blöd. Also kann man hier kaum wo lang gehen. Hier kommt man wieder hoch. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Da können wir wenigstens hin. Bananen-Krokodil-Pastete. Okay, nice. Hier haben wir auch nochmal. Ah, hier ist nochmal so ein Stein. Den kann Zorro kaputt. Igso. Naja, so eine Kiste meine ich. Kann Zorro kaputt machen. Flammen-Nashorn-Käfer-Panzer, lol. Hört sich gut an. Was ist los? Warum hast du angehalten? Ich habe mich der Barockfirma allein deshalb angeschlossen, um dieses Ponybrief zu lesen. Ich habe so viel Furchtbares getan, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Crocodile geholfen, ein Königreich einzunehmen. Aber das ist alles Vergangenheit. Kicher, ja, ich habe mich geändert. So viel steht fest. Ja, ist ja klar. Ja, Würfel. Ah, da muss man dann wahrscheinlich auf den Schalter und ja, da geht es wieder hoch auf jeden Fall. Ich glaube, das war's, weil hier kommt man auch wieder hoch. Ist eigentlich egal. Und hier hinten ist genau dasselbe. Da kommt auch wieder hoch. Da kommt auch wieder hoch. Also ist egal. Ja, das heißt, wir müssen jetzt zum Schalter gehen. Bringt alles nichts. Nice. Da haben wir eine Fledermaus sogar. Bevor wir da aber weitergehen, will ich trotzdem mal wissen, was das mit den anderen Schaltern denn auf sich hat. Geht das nicht eigentlich auch, wenn ich mich da drauf stelle? Nee, das passiert aber nichts. Schade. Geht nicht. Ja, dann halt nicht. Ja, da hinten ist auch noch so ein kleiner freier Bereich, aber mehr ist da auch nicht. Lol. Aber da kommt man so auch noch weiter. Hey, da oben ist was. Sind das Ringe? Was machen die da? Nicht runter, sonst geht's ab in die Hölle, so mäßig.
Ich glaube, da muss man sich rüberschwingen. Vielleicht kommt man so auf diese andere Seite, wo man nicht lang konnte vorher. Also wo da diese Tür das versperrt hatte. Das könnte möglich sein. Ja, genau, das ist da. Sagte ich doch, hatte ich doch recht. So können wir an die Schatzkiste endlich. Halskette LP 220. Nice, ich glaube, die hatten wir auch schon mal. Fast dieselbe, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, wie die eingesetzt wird. Ah, hier, Halskette S. BP 220. Ja, die haben wir einfach zweimal, haben wir die. Die wird als Viereck eingesetzt. Okay, müssen wir mal gucken, ob das geht. Verteidigung. Rein theoretisch vielleicht sogar ja. Ja, das könnten wir mit Chopper nämlich austauschen. Schauen sie auf alle Fälle nicht. Malisop auch nicht. Bei Nami auch nicht. Bei Zoro auch nicht. Nee. Nur bei Chopper eigentlich. Können wir austauschen. Dass er hier das hier nimmt. Dafür. So. Mal gucken, wie viel LP er jetzt hat. Er hat jetzt 1294 LP. Nice. Gut. So, jetzt wollte ich noch was anderes. Ach ja, ich wollte nämlich noch. Bei Shanzi geht nichts mehr, bei Lissop nicht, bei Nami haben wir Zoro, Ruffy. Ich glaube, Robin ist die einzige, die nämlich jetzt noch gar nichts hat. Deswegen geben wir jetzt auch mal was. Mal schauen, was wir jetzt hier überhaupt noch alles haben. Angriff, ja, das sollten wir auf jeden Fall geben. Das machen wir da schon mal rein. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, dann hat sie schon mal ganz gut LP. Jetzt kommen wir diese Abzeichen. Ja gut, dann würde ich sagen. Definitiv.
Das hier, glaube ich, LP in 389 ist, glaube ich, das höchste, was wir hier haben von LP. Ja. Setzen wir einfach mal hier ganz unten ein. So, dann haben wir noch was haben wir denn jetzt noch alles? Mumm. Nochmal Mumm. Dann nochmal LP, ja. Nochmal LP. Also RP und Mumm eigentlich hauptsächlich. RP. 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 Mumm. Auch nochmal RP. Ah. Der Bildschirm ist so dunkel. Gut. Ja. Abzeichen, 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 Abzeichen. Also eigentlich nur LP und Mumm halt, wie ich gesagt habe. Dann würde ich sagen, was ist denn das Höchste beim Mumm? Wird wohl das höchste sein. Ja, 142. Das gehen wir hier auf jeden Fall auch nochmal. So, und jetzt können wir nur noch eine Viereck-Sache reinmachen. Und davon gibt es höchstens ein oder zwei, glaube ich. Das können wir jetzt hier nicht mehr geben, ist aber auch egal. Das können wir hier leider auch nicht mehr geben. Also er hat jetzt sowieso relativ viel RP. Das hier könnten wir ihr noch geben für nochmal ein weiteres RP. Ansonsten, ja, Halskette, das geht auch nicht. Das geht ebenfalls nicht. Das könnte man ihr auch geben, das ginge auch. Zwei. Und der Rest geht auch hier wieder nicht. Und das auch. Also sogar drei tatsächlich. Ist halt das. Ist alles LP. Ist die Frage, was ist das höchste? Das macht 200. Das macht 160. Okay, dann schon mal 200 ist ja das höchste. Was macht das andere? 220. Ja, dann das auf jeden Fall. Das ist das höchste. So, mal gucken, wie viel sie jetzt insgesamt hat. Sie hat jetzt 1467 LP, ja, SP 353 und Angriff 1145, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und Verteidigung 531 und Mumm 800, lol. Ja, ziemlich gut eigentlich. Ja, brauchst du denn eigentlich nur noch mal Frankie und Brooke auf jeden Fall auch noch. Krass, den krassen Shit halt, sag ich jetzt mal so. So, und jetzt müssen wir nur noch darunter dann gleich, also da hinten hin, also halt weitergehen. So.
lol. Da drüben hat es gebrannt, Kicher. Wir sollten wohl gehen. Ah, jetzt müssen wir hier hinten hin wohl. Die andere Seite da. Kann man da eigentlich runter? Nee. Von hier auch sowieso nicht. Kann man auch nicht hin. Ja, muss man gucken. Das könnte jetzt ein bisschen verwirrend sein, wo man jetzt lang muss. Ah, okay. Obwohl, nein, wir müssen dahin, glaube ich, wo ich vorhin gerade war. Ja, stimmt. Wo ich vorhin gerade war, wo ich mich da hinten hin abgeseilt habe. Da müssen wir hin. Weil anders kommst du ja gar nicht hin. Außer vielleicht, dass auf der anderen Seite das halt dann auf einmal aktiviert wurde. Hey. Hey. Bleib doch hängen. Hä? Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Ja, müssen wir nämlich hier hin. Ah, da wird so eine Brücke dahin gefahren. Nice. Wow, das hat sich ein Passage mit einer Treppe aufgetan. Komisch, wie denn das? Ja, nice. Und jetzt kann man hier runter. Soll man ja auch, da soll man ja runtergehen. Und jetzt so auf diesen Schalter, damit sich die Tür öffnet. Ah, hier ist noch eine Kiste, die Zorro zerstören kann. Item. Blaues Pfefferkorn. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah. Ich glaube, jetzt kommen wir in den ganz unteren Gebiet, also in den unterste Ebene, so mäßig. Denke ich jedenfalls mal. Sicher, hier hat sich auch was geöffnet. Vorsichtig, wir wissen nicht, was uns erwartet. Dringe tiefer ins Grabmal vor. Mal gucken, was hier abgeht. Oh, ja, da kann man auch nochmal so ein bisschen was erkunden. Zumindest auf dieser Hälfte hier. Auch gar nicht mal so allzu viel. Nice, nice, nice. Hier kann man sich auf jeden Fall auch rüberseilen. Gehen wir erstmal hinten runter. Obwohl, nee, dann geht's ja dann dahin. Nein, der ist ja hier nicht. Ah, da kann Chopper durch, wieder mal. Ah, dann kommen wir da hinten nämlich hin. Nice. Oh, was macht denn ein Yuisa hier? Ah, da ist wieder ein Würfel. Nice. Unglückskraut. Lissops Würfelfragment. Nice. Gleich mal Lissop den reinschmeißen. Ach ja, wir waren bei Feuerstern. Dann noch Lissops Hammer. Die Rest kann man eh noch nicht aufwerten.
So. Ah, hier kann man auch noch hoch. Nice. Was ist das für ein Hebel? Luisa. Er hat gesagt, dass wir ihn nicht anfassen sollen, da sie damit die Fracht entladen. Okay. Ah, hier ist noch eine Schatzkiste. Kraftsud. Okay. Das war wieder nur so ein Gegenstandsitem. Jetzt wieder runter, weil hier war ja sonst nichts mehr weiter. Somit waren wir jetzt auch hier. Willkommen im Luisa-Trödelladen. Den ganzen Tischler, ja, schon wieder das. Richtig, aber nicht. Ja. Gut. Und wahrscheinlich geht das andere immer noch nicht. Nee, oh klar. Naja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Da waren wir jetzt hier hinten auf dieser Seite auch komplett. Das heißt, ja, da kommen wir eh wieder zurück, das ist ja klar. Und auf diese Seite, ja, kommen wir wahrscheinlich erst danach dann irgendwie oder so. Vielleicht. Oder vielleicht ist das auch nur wieder ein Weg zurück irgendwie oder so ähnlich. Oder soll sozusagen die Spiegelung von der anderen Seite zeigen. Irgendwie irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Jedenfalls gehen wir jetzt hin, wo wir hin sollen. Damit wir weiterkommen. Und damit es weitergeht natürlich. So. Dieser Geruch. Was ist los, Chopper? Ich rieche ein Umzugskrebschen. Hier soll ein Umzugskrebs sein? What the fuck? Was hat der denn hier als Grund? What the fuck, ja tatsächlich. Oh, da drüben. Ein Umzugskrebschen, hey. Nice. Als ob. What the fuck? Nice. WTF einfach mal. Ah ja, ich wusste es. Jetzt kommt man auf diese andere Seite da. So nehme ich dann. Ach Robin, was hast du im Grab mal der Könige eigentlich überprüft? Sicher, das bleibt noch geheim. Ich sag's dir, wenn ich mehr weiß. Lol. Okay. Boah, ist ja kalt. Ach ja. So. Blaues Pfefferkorn. So. Lol. Ist das ein Rätsel? Zufällig oder irgendwie sowas ähnliches? Robin, wo sind wir hier? Das ist die unterste Ebene des Grabmals der Könige. Ich schätze, dass man mit diesem Mechanismus einen Weg zum Schlüssel freigeben kann. Okay, sehen wir mal nach. Okay. Löse das Rätsel um den Schalter. Ah, okay. Wusste ich doch, was da in so einem Rätsel sein soll. So, mal gucken, wo wir jetzt hin sollen. Auf der Karte wird angezeigt, dass wir hier auch irgendwo noch hin können. Ah, hier zum Beispiel. Da kann man natürlich nicht runter. Okay. Also, ja, das war die Ebene. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Ah, da können wir sogar uns abseilen, damit wir da hinkommen. Zur Schatzkiste. Halskette Mumm. Schon wieder. Okay. Naja, das ist kein besonderes. Hier rüber kommen wir gar nicht. Obwohl doch, da. Kommen wir dann so rüber. Und dann müssen wir hier noch weiter. Nice, nice. Jetzt sind wir hier drüben. Lol. Ah, verstehe. Wir müssen, glaube ich, immer diese Schalter hier drücken, damit wir
die gesamte Tür aufmachen können, glaube ich. Ja, safe. Wird wohl so sein. Soll das hier eine Schlange sein? Schon möglich. Es sieht aber aus, als würde irgendein Gerät laufen. Item. Hier kommt man, obwohl doch, da kommt man auch rüber. Ah, dann kommt man, ist man glaube ich wieder da am Anfang. Da kommt man nicht lang. Da kann man auch noch runter. Gucken, was hier noch ist. Hier haben wir nochmal ein Item. Gewinnchen. Hier haben wir eine Fledermaus. Ah, hier haben wir den Wolf oder Schakal oder wie auch immer. Ja, nice, nice. Jetzt brauchen wir glaube ich noch mindestens zwei und dann können wir den Hauptschalter aktivieren, glaube ich. Erinnert dich dieses Bild an jemanden? Ach, an wen denn? Vogelbrustfleisch. Ach ja. Nee, mach nicht. Dann wieder zu Waffe zurückwechseln. Eierwürfel. Dann sind wir noch Item. Okay, hier ist nichts mehr. Ich nur noch an dieser Fledermaus vorbeikommen. Das war knapp, sehr knapp sogar. Habe ich aber noch geschafft. So, jetzt war ich hier unten halt auch komplett. Ja, da haben wir dieses Item nochmal. Da kann man rüber. Ach, ich glaube, da war ich aber schon dabei, die Schatzkiste. Oder? Oder war ich da noch? Ja doch. Da war die Schatzkiste. Hier rüber kann man auch noch mal. Achso, ja, jetzt sind wir wieder hier. In der Mitte. Ah, da hinten ist ein Würfel. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ist auch Surface-Fragment gleich mal geben. So, dann hat er jetzt Feuerstern auch voll. Jetzt braucht er noch Lissops Hammer und dann hat er auch erstmal alle seine Sachen. Okay. Wo wir jetzt hier sind. Ach, da kommen wir da wieder hin. Nice, das ist aber auch irgendwie Irrgarten hier so ein bisschen. Sind wir hier hinten? Da war ich auch noch nicht. Ja, tatsächlich, weil hier ist nämlich die Krabbe. Oder, nee, der Skarabäus. So nicht, aber ja. Irgendwie schon lol. Das sieht wie eine Art Schalter aus. Hey Robin, ist das ein Nashornkäfer? Nein, das ist ein Skarabäus. Ja, wusste ich doch. Habe ich sofort erkannt, dass es ein Skarabäus ist. Lol, da unten ist auch ein Würfel. Da komme ich jetzt aber wohl nicht so ran. Muss ich mal gucken, wie ich da am besten halt irgendwie hinkomme, ne? Irgendwie von da hinten vielleicht. Hier haben wir... Okay, was passiert jetzt? Ah, da ist noch so ein Schalter. Der letzte, glaube ich. Das ist... Ah, hier steht diese
Diese Wandmalerei, die man in dem Trailer mal gesehen hatte, was ist los, Robin? Mir ist da nur was an dem Denkgemälde aufgefallen, aber das ist wohl gar nicht relevant. Okay. So. Das ist der letzte von denen. So, jetzt sind alle aktiv. Jetzt muss man eigentlich nur noch auf den Schalter drauf gehen und dann kann man dahin. Aber das machen wir natürlich dann erst, wenn wir hier komplett durch sind. Oh, irgendwas ist passiert. Soll das etwa das Monster aus den Bergruinen darstellen? So. Da muss ich irgendwie mal hinkommen. Ist nur die Frage, wo. Also wie. Da komme ich nämlich nur wieder zurück. Weil da war ich an der Seite, da war ich an der Seite. Cool, vielleicht habe ich das natürlich irgendwo übersehen. Könnte möglich sein. Auf dieser anderen Seite da, also auf dieser liegenden Seite. Da gibt es wohl aber auch noch einen Geheimgang auf dieser anderen Seite, sehe ich gerade. Muss ich mal genauer drauf achten. Und ja, sonst war ich dann, glaube ich, da überall schon. Jetzt erstmal wieder auf die Seite. So, jetzt bin ich nämlich hier und irgendwo hier unten sollte es einen Geheimgang geben. Ah, da unten ist ja der da komme ich aber nicht hin. Okay, ich speichere erstmal kurz wieder ab.